Kann ja mal kurz hier groß machen, vorübergehend. Ja, liebe Leute, es gibt eigentlich nur einen Lösungsentwurf und das ist der, also ich habe jetzt gemerkt in den Gesprächen mit der Spitze der deutschen Bundesregierung, beim Europäischen Parlament, den Gesprächen und allen großen Parteien außer der AfD, habe ich festgestellt, dass es tatsächlich eine Offenheit nur für einen einzigen Ansatz auf der Welt gibt. Und das ist aus unserer Sicht gerechtfertigt. Für die Offenheit ist das für das Thema Gemeinwohlwirtschaft statt Marktwirtschaft. Da ist eine Offenheit da. Und das heißt also, Sie sind hier bei dem, was wirklich die großen Instanzen der Gesellschaft überhaupt interessiert, Teile der Spitze der Bundesregierung, Teile des Europäischen Parlaments. In den allen großen Parteien findet man ein offenes Ohr nur für dieses Thema hier. Gemeinwohlökonomie nach Christian Felber, GWÖ und oder GWO, gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung der Next Scientists for Future vom Weltrat. Welche der beiden ist der bessere Lösungsansatz? Darauf verdichtet sich jetzt alles sozusagen. Ich lese jetzt mal noch hier vor, sozusagen. Ja, nochmal die ausführliche Variante. Also die Weltspitze allen Denkens. Vergessen Sie all den Kram, mit dem Sie sich beschäftigen. Wirklich offen ist die ganze Gesellschaft, soweit es die gesamte Politik Europas und Deutschlands anbetrifft, nur für dieses eine Thema. Gemeinwohlökonomie, Christian Felber, GWÖ und oder GWO, gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung der HTTPS, Next Scientist for Future zum Anklicken hier, DE vom Weltrat, also hier unten drunter, unter dem jetzigen Livestream ist das auch direkt anzuklicken. Und zu dem Thema kann man noch dazu zählen, die PDG, Partei des Gemeinwohls, als erste Gemeinwohlwirtschaftspartei der Erde. Und da hier der Link dazu auch und Gemeinwohlgemeinschaft Köln-Süd kann man auch dazu zählen. Und jetzt erzähle ich mal und zeige jetzt die Bilder. Also ich mache jetzt einen Spaziergang quasi. Ich mache jetzt einen Spaziergang. Ja, also ich bin jetzt der Spaziergänger. Und ich gehe jetzt durch meine Stadt, also ich wohne ja im schönsten Teil von Köln, das ist Köln-Süd, das eigentliche Herz von Kölle, wohne ich und ja, ich mache jetzt noch mal einen kurzen Blick darauf, was passiert, wenn ich hier hingehe und ich gehe auf die Google Meet und mache Google Meet groß. Jetzt hätte ich zum Beispiel hier, wenn hier Sarah Wagenknecht da wäre, ach ja, würde doch gut rüberkommen, ausreichend gut rüberkommen, live, da brauchen wir, und auch in der Geschichte hier unten würde es gut, in der Aufnahme würde es ausreichend groß rüberkommen, da ist kein Handlungsbedarf, das noch größer zu machen. Und von daher lasse ich es mal dabei gut sein. Ich kann noch mal winken hier. Hallo, hallo, da bin ich. Also jetzt gleich kommt mein Spaziergang. Jetzt muss ich hier oben wieder klein machen.
Es ist schon nicht ganz leicht mit der Computertechnik. So, jetzt gehe ich hier wieder weiter. Also die Gespräche, so, jetzt erzähle ich über das, was überhaupt, wofür überhaupt die Gesellschaft offen ist. Vergessen Sie all die Ansätze, die im Internet diskutiert werden und überall sonst. Es ist nur übrig geblieben dieser Ansatz. Und das mache ich jetzt wieder an diesem Bild, das im Moment das aktuelle Bild ist. Denn ich glaube, ich habe die anderen Bilder sind geeignet dazu im Moment. Nee. Mache ich es an dem Bild, dann kann ich es deutlich machen. Ein Spaziergang. Ich gehe jetzt raus aus dem Haus. Mein Hausbesitzer kriegt ja auch nur noch gutes Geld, auch nur noch. Übrigens hier unten rechts an dem rundlichen Ding, hier ganz rechts da unten irgendwo an dem rundlichen Ding. Draufklicken, Wiedergabegeschwindigkeit erhöhen, macht wie immer Freude. So, ich gehe also aus meinem Haus raus und mein Hausbesitzer kriegt also dann am meisten Geld, wenn das Wohlfühlen, die Gesundheit, die Langlebigkeit und der Wohlstand der Kunden, Mitarbeiter und Anwohner, also all seiner Mieter, also auch von mir, aber auch seiner Mitarbeiter und Anwohner, sich positiver entwickelt als zum Beispiel bei einfach anderen Vermietern. So, dann kriegt er einen hohen Verdienstzuschuss. Das heißt also, wir behalten in diesem neuen Wirtschaftssystem Wettbewerb bei und Leistungsanreize und überhaupt Anreize und wir behalten erst einmal auch noch Geld bei und so weiter. Wir behalten all das bei, weil wir sagen, der genetische Egoismus ist von Natur aus entstanden, weil die Evolution, ja, zum Beispiel Frauen könnten doch einfach Ableger von sich in die Welt setzen. Dann wären aber die Kinder gleich wie die Mutter. Und das hat sich in der Evolution nicht bewährt. Nur Ungleichheit hat sich bewährt. Also, die Männer wurden ja nur erfunden, um eben über ihre Gene als Anteil bei der Befruchtung der Eizelle eine Ungleichheit zu erzeugen. Und diese Ungleichheit in der Evolution, die führt eben, und die Ungleichheit zwischen unterschiedlichen Arten und Organismen führt generell immer und grundsätzlich letztendlich zu Wettbewerb und es spielt dann auch immer ein gewisser Egoismus mit, denn jede dieser ungleichen Arten möchte eben lieber überleben als die andere und so habe ich dann also leider in diesem Universum gar keine Chance rauszugehen aus Wettbewerb und Ungleichheit und so weiter in eine Welt der Gleichheit und der Wettbewerbslosigkeit und Konkurrenzlosigkeit geht leider gar nicht aus naturwissenschaftlicher Sicht. Es ist natürlich sehr beliebt bei Leuten, die im Wettbewerb zu den Verlierern gehören, eine Gesellschaft zu wünschen und zu fördern, fordern, in der es keinen Wettbewerb gibt, weil sie dann ja relativ höhere Chancen haben zum Zugang zu den Eizellen von Frauen zum Beispiel, als Mann, wenn es wirklich gelänge, den Wettbewerb auszuschalten, weil dann würde ja Chancen, also Gleichheit und Chancengleichheit für alle bestehen. Nur leider geht das halt nicht. Auch wenn wir dann eine Gesellschaft machen, die scheinbar den Wettbewerb und die Ungleichheit ausgeblendet hat, dann wird sich unter den Gleichen werden sich wieder Gleichere herauskristallisieren und die Frauen werden trotzdem immer noch auswählen, wen ihre Körper als Vater des nächsten Kindes zulassen und wen nicht.
Also das heißt, mit dieser Illusion von der wettbewerbsfreien Gesellschaft der Gleichen, mit der erreicht man gar nichts. Außerdem, die einzigen, die von solchen Ideen profitieren, sind die Sozialspartler. Das ist also ein vorteilbringender Irrtum der Sozialspartler. Weil wenn man diese Ideen versucht umzusetzen, führt es zu einer Zerstörung des wirtschaftlichen Erfolges einer Gesellschaft. Und dann gibt es noch mehr Arbeitslose und Obdachlose. Und da freuen sich dann die Sozialspartler drüber, weil sie dann mehr Kundschaft bekommen und größere Karrieren machen können. Und meistens dann auch ihr Gehalt steigt, wenn es größere Hierarchien gibt und so weiter. Ja, also das heißt, mein Hausbesitzer muss sich also dem Wettbewerb stellen. Er muss sich dem Wettbewerb stellen, nur wenn er auch unter anderem, weil ich bin Kunde, also wenn er muss ja, wenn er erfolgreich sein will in der Gemeinwohlwirtschaft, und zwar jetzt das, was ich jetzt erzähle, ist Schwerpunkt GWO, also gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung von Next Scientist for Future und Weltrat. Und wenn ich jetzt sozusagen die Hausbesitzer stehen alle in dem Wettbewerb Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand ihrer Kunden, Mitarbeiter und Anwohner möglichst noch besser zu verbessern als andere Vermieter. Und ich schaue gerade hier auf den Wasserhahn. Und zum Beispiel die Wasserwerke, die hier dieses Wasser liefern, die werden ein großes Interesse haben, auch hier die Rohre im Haus zu kontrollieren und mein Wasser zu kontrollieren. Denn auch die Wasserwerke, die das Wasser hier reinliefern, das ich jetzt gerade trinke, hier Schluck Wasser, sorry, ich trinke jetzt gerade dieses Leitungswasser. Diese Wasserwerke werden wieder gemessen daran, Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand der Kunden, Mitarbeiter und Anwohner. Verbessert er sich eher stärker als bei anderen Wasserwerken oder schlechter? Und davon hängt der Erfolg des Teamleiters dieses Wasserwerkes, das mich beliefert, ab. Das ist Gemeinwohlwirtschaft. Und so wollen wir es doch. Wir Wählerinnen und Bürger wollen es doch genauso. Oder wollen Sie es anders? Ja? Dann kommen Sie in die Talkshows, ne? Oder ins New World Economic Forum. So, und dann gehe ich raus und ich gehe zum Beispiel hier bei uns, habe ich zur Auswahl, hier habe ich den Aldi, dann habe ich den Alnatura. Dann habe ich bei uns den Markt, den Biomarkt, auch mit Demeter und Bioland und so weiter. Und dann haben wir noch einen großen Markt hier. Also wir haben zwei verschiedene Märkte, den kleinen Biomarkt und den ganz großen Markt am Ludwigplatz hier. Also hier ist das eigentliche Zentrum von Köln. Hier spielt die Musik sozusagen. Und Alnatura habe ich schon erwähnt. Und dann haben wir da noch einen Rewe am Ludwigplatz und ganz in der Nähe noch ein Penny. Also bei uns gibt's alles. Da ist auch der Döner wie heißt da, vom Podolski, vom Fußballer Podolski, Lukas Podolski. Also hier können Sie sich mit Fast Food melden. Sie können hier alles Mögliche essen. Einzige, was wir direkt vor Ort haben, ist der McDonald's. Der ist vielleicht 200 Meter entfernt oder so. Also ja, und da gehe ich jetzt also einkaufen und Restaurants gibt's hier en masse und vielleicht werden die dann in der Gemeinwohlwirtschaft irgendwie an der Tür stehen haben, wer ihr Partner ist, vielleicht welcher Supermarkt, was weiß ich. Wir beziehen unsere Lebensmittel von Alnatura oder von Rewe oder von Aldi oder von Lidl ist auch bei uns ein paar hundert Meter leider entfernt, aber oder von Penny jetzt, ja. Ja, die auch zur Rewe-Gruppe gehören. So, und dann gehe ich also erstmal einkaufen. Und dann komme ich rein und da sehe ich
in den Ecken sozusagen überall so kleine, an den Preisschildern überall so kleine leuchtende rote Ampeln, gelbe Ampeln, die also schön sichtbar überall zeigen. Ja, ich kann diesen ganzen Müll noch kaufen. Ist in einer freien Gesellschaft immer ganz klar, aber der Marktleiter informiert mich, dass ich damit meine Gesundheit gefährde. Ja, und in der Mitte ist dann eine grüne Landschaft mit sozusagen auch wie die grünen Ampeln bei den Produkten, wo der Marktleiter die größte Hoffnung hat, dass er bei mir wieder, was muss er bei mir maximieren oder verbessern, besser als andere Märkte, als Marktleiter und Teamleiter, was muss er verbessern? Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand der Kunden, Mitarbeiter und Anwohner. Und ich bin ein Kunde und zugleich ein Anwohner. Ja, also das heißt, er muss mein Wohlergehen fördern, sonst geht er pleite irgendwann, wenn das die anderen Marktleiter besser hinkriegen als er. Ja? Und wir müssen gucken, wie weit wir die ganzen Märkte unterstützen müssen für diesen ersten Umbau. Bei uns wurde gerade der Aldi umgebaut. Und da müsste halt jetzt nochmal umgebaut werden für diese Gesundheitslandschaft dann mit den Bänken zum Verweilen, wo dann die Ernährungsberaterin sitzt und sitzen kann mit ihnen und plaudern kann und rumlaufen kann mit ihnen und all ihnen alles zeigen kann, wenn sie das möchten. Alles freiheitlich, alles eine freiheitliche Gesellschaft. Und dann gehe ich da einkaufen und dann halte ich, wenn ich mit Bargeld bezahle, halte ich so ein kleines Kärtchen dran, vielleicht auch in Größe einer Münze, oder ich zahle mit meiner Karte und die Karte hat vielleicht schon automatisch, ich habe zwei Karten, die eine Karte, Bankkarte, die sendet nicht den Hinweis an den Bundeswahlleiter, was ich gerade gekauft habe und die andere sendet den Hinweis, ne? Und schon ist das also mit der Karte, mit einer Karte erledigt. Ich muss nur immer zwischen diesen zwei Bankkarten auswählen. Oder ich nehme die eine Bankkarte und halte dann noch die Münze dran. Oder ich zahle in Bar und halte noch diese Plastikmünze dran. Und schon hat der weiß der Bundeswahlleiter, was ich da gerade gekauft habe. Wenn ich manche Sachen kaufe, die ich nicht möchte, dass der Bundeswahlleiter erfährt, nehme ich halt die andere Karte oder halte dann diesen Münzchip da, diesen Plastikchip nicht dran, an die Kasse sozusagen. Und schon weil erfährt der Bundeswahlleiter nichts davon. Allerdings erfährt er sowieso nur, da ist ein Mensch aus einem Wohnblock von circa 1000 Menschen, der jetzt da gerade einkauft. Also das ist ein Anwohner, einer von 1000 Anwohnern. Und der Bundeswahlleiter kann überhaupt nicht herausfinden, wer das nun ist. Das kann nur das Bundeskriminalamt mit zwei fremden, sich gegenseitig kontrollierenden Mitarbeitern kann rausfinden, wer hinter dieser Zahl steckt, wenn da irgendwas ist, meine Karte gestohlen wurde oder so weiter, dann kann das Bundeskriminalamt mir sofort eine neue Karte zukommen lassen mit einer neuen Nummer und den Zugang dazu hat aber nur das Bundeskriminalamt und niemand aus dem Bundeswahlleiter Behörden zum Beispiel, ja? Die haben also nur ganz ungefähre Daten. Ein Mensch von 1000 aus einem Wohnblock von 1000 hat jetzt eingekauft die und die Produkte und dieser Mensch mit dieser Zahl, wenn der jetzt zum Beispiel irgendwann meldet, sehr stark verschlechtertes Wohlfühlen, weil ich zum Beispiel Krebs bekommen habe, dann wird das hier eben assoziiert, auch unter anderem mit diesem Einkauf von heute. Und mit allen anderen Einkäufen auch. Und dann gehe ich in ein Restaurant und da gilt das Gleiche. Und in dem Restaurant sozusagen wird das auch wieder der Restaurantleiter, der Teamleiter immer, wird auch wieder danach ausgerechnet und sein Verdienstzuschuss wird danach gerechnet, wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn er jetzt ein Hygieneproblem hat und zu wenig geputzt hat, um die Kosten zu sparen fürs Putzen, dann kriege ich Bauchschmerzen, melde ihm Wohlfühlen, also
eins, zwei oder drei von der Intensität verschlechtert, eins ein bisschen, mittel oder extrem hoch verschlechtert, eins, zwei, drei übermittle, eins, zwei oder drei übermittle oder verbessert wohlfühlen und so weiter, dann danach wird der Verdienstzuschuss dieses Restaurant-Teamleiters berechnet und er kann natürlich entsprechend nur auch in dieser Höhe dann das an seine Mitarbeiter weitergeben, sodass alle Mitarbeiter im Restaurant auch nur wieder ein Interesse haben. Wie können wir verbessern, wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand aller Kunden, Mitarbeiter und Anwohner? Und das ist die GWO, also die gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung. Ja, und danach gehe ich dann in meine Hausarzt-Gesundheitsgemeinschaften. Ich habe zwei maximal zur Auswahl, wo ich immer hingehen kann. Also hier irgendwo ist dann in der Nachbarschaft meine Hausarzt-Gesundheitsgemeinschaft. Da gehe ich dann entweder zum Sport oder zum Ernährungskurs oder ich gehe alles, was früher überall Geld gekostet hat, Volkshochschule, Tanzschule, Fitnessstudio, Sportverein, alles ist in der Hand des Hausarztes dann, weil die sind zuständig für diese Kursangebote in Zukunft. Das wird also sozusagen alles an Räumlichkeiten steht den Hausärzten zur Verfügung, so dass die also völlig freie Hand haben. Alle Räumlichkeiten werden zur Not von Staats wegen oder von Praxis wegen angemietet sozusagen. Die Ärzte kriegen da Unterstützung, dass sie dann eben zum Beispiel Tanzschulen teilweise anmieten können für ihre Zwecke und so weiter. Tanzlehrer vielleicht gleich mit und so habe ich dann also singen, tanzen, musizieren, alles, was Immunsystem stärken kann, Chöre und so weiter. Alles habe ich in meinen bis zu zwei Hausarzt-Gesundheitsgemeinschaften kostenlos. Da möchte ich gerne meine Freizeit verbringen, weil ich dort gute Chancen habe, auch nette Frauen kennenzulernen, nette Liebespartner. Und dann irgendwann wird auch der Hausarzt anregen und fragen, wollen Sie nicht auch mal in eine Gemeinwohlgemeinschaft einziehen? Denn der Mensch ist ja nach Ansicht des Weltrates aus naturwissenschaftlicher Sicht ja ein Gemeinschaftstier dann und kann nur maximal glücklich und gesund nur leben in einer Gemeinschaft. Probieren Sie das doch mal aus und probieren Sie doch mal aus. Die Bonobo-Forschung hat uns ja gezeigt, dass der Mensch so richtig glücklich vielleicht nur leben kann in einer bonobo-kommunistischen, polyamoren, polybisexuellen Gruppenehe. Wer hätte denn mal Lust, das auszuprobieren unter unserer Supervision unseres Teams hier und so weiter? Und ja, und auch die Altenheime, hier in der Nähe ist so ein Altenpflegeheim und so weiter. Auch dort ist das ist genauso, also jeder Pflegeheimleiter ist zugleich dann ein Hausarzt-Gesundheitsgemeinschaftsleiter, wobei er eben dann die Klient als Klienten, als Kunden halt seine Bewohner hat. Und auch er hat nur das Ziel, diese Leute wieder fit zu machen, vielleicht, dass die wieder nicht mehr pflegebedürftig sind, sondern sogar wieder arbeitsfähig und arbeitslustig werden und vielleicht sogar wieder aktiv werden und so weiter. Und ja, und das ist Gemeinwohlwirtschaft und das ist GWO. Und das Ganze ist so, alles in der Gesellschaft wird so gesteuert. Jetzt gucke ich mal nach dem anderen Bild hier. Ja, da ist es sogar schon, dass wir den großen Fehler, also ich habe ja vorhin schon angedeutet, dass die Sozialsparten lauter vorteilbringende Irrtümer verbreiten und wir sind das Land der Erde, das am stärksten, weil wir den größten Sozialstaat der Erde haben, haben wir auch die meisten vorteilbringenden Irrtümer der Sozialsparten und die haben uns dazu geführt, dass wir viel zu wenig Nachwuchs aus Deutschland und aus aller Welt im Bereich der Fähigsten haben, mit den größten Gehirnen und den größten Intelligenzquotienten, sondern viel zu viel Nachwuchs aus Deutschland und aus aller Welt und Zuwanderung haben,
im Bereich derer mit den kleinsten Gehirnen und den geringsten Qualifikationen, den geringsten Leistungsfähigkeiten, den geringsten Intelligenzquotienten und so weiter, was zum sicheren Untergang des deutsch-römischen Reiches führen wird. Und das wird alles geändert. Das heißt, wir werden wieder eine leistungsfähige Gesellschaft hier. Werden die wenigen Kinder, die wir brauchen, geboren in Zukunft und alles wird vernünftig gemacht, so dass Deutschland also nicht kaputt geht. Und ja, das ist das Paradies auf Erden, das ja, und wir schaffen die Kriege ab, indem die Waffenkonzerne, ja, da kann ich ja mal wieder darüber gehen hier. Die verschiedenen Waffenkonzerne Deutschlands und der Welt, die kriegen die Aussage von der Bundesregierung, liebe Waffenkonzerne in Deutschland und der Welt, die wir bis jetzt beauftragt hatten, ihr bekommt nächstes Jahr das gleiche Geld wie bisher, aber nur unter einer Bedingung, dass wenn wir das jetzt mal als Weltkarte nehmen, hier Nordeuropa, Südeuropa, Nordamerika und so weiter, Afrika, dann Australien und so weiter als Weltkarte sehen. Ihr kriegt nur dann das gleiche Geld wie bisher, wenn im nächsten Jahr durch euer Aussenden von ganzen Armeen, von Friedensarbeitern und eure Umstellung auf Defensivrüstung und Änderung eurer Produktion auf Defensivrüstung, die nicht mehr angriffsgeeignet ist, letztendlich dann dass die Zahl der Getöteten, wenn die Zahl der Getöteten weltweit und in einem bestimmten Krisengebiet der Erde, für das die jeweilige Firma sich zuständig erklärt als Schwerpunkt, wo sie vielleicht die besten Kontakte hin hat sozusagen, wenn also sowohl in diesem Krisengebiet als auch dann weltweit die Zahl der Getöteten um 5% zurückgegangen ist, dann kriegt ihr weiterhin das gleiche Geld wie bisher, also aller durch Gewalt getöteten Menschen sozusagen, dann kriegt ihr also das gleiche Geld wie bisher. Wenn nicht, wird euer Geld reduziert. Wenn also in eurem Krisengebiet die 5% geringere getöteten Zahl nicht erreicht wird oder in der gesamten Welt die 5% nicht erreicht werden, wird also euer Geld reduziert werden. Ja? Also ihr werdet einfach weniger Geld bekommen. Ne? Und das ist der Weg des Ganzen. Und ja, das war jetzt GWO als eine Variante der Gemeinwohlwirtschaft, ja. Und dieses, nur die GWO kann eben auch zum Beispiel erkennen, wenn irgendwo einer der Supermärkte, jetzt bin ich wieder auf der Ebene der Supermärkte rund um mich herum, ja, die ich übrigens im Internet per Umkreissuche mir aussuchen kann, wer hat die beste Punktzahl an Förderungswerten für Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand der Kunden, Mitarbeiter und Anwohner, ja, wer verbessert das am besten? Denn wie gesagt, denn gesunde Menschen erzielen auch meistens dann ein höheres Einkommen und so weiter. Also das hängt alles miteinander zusammen. Und wenn jemand kein Internet hat, kann er das von seinen Bekannten ja erfragen, welcher Supermarktleiter die besten Werte hat hier im Umkreis, ne, hier in unserem Veedel. Ja, ja und so und die GWO, also unsere GWO, die gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung, kann eben auch herausfinden, wenn zum Beispiel ein Biobrot zufällig mit vergiftetem Biogetreide verkauft wird, und das mich krank macht und so weiter. Denn im Allnatura, da wird nicht nur übermittelt an den Bundeswahlleiter, hat Produkt gekauft von Allnatura, sondern hat auch übermittelt, hat konkret auch Bioprodukt von Herstellerkennung, oberster Verantwortlicher, Firma XY gekauft. Und da wird dann eben auch wieder
der entsprechende Teamleiter dieser Firma, der oberste Teamleiter, eben dann eben wird sein Verdienstzuschuss danach berechnet, ne? Ja, und so funktioniert die schöne neue Welt und auch die Glückszerstörung, die die GWÖ zum Beispiel auch nicht messen kann, die messen wir natürlich zum Beispiel mit der Wohlfühlstimme. Ich kann gerade noch mal Bildwechsel machen. Ja, wo ist das hier zum Beispiel? Wir haben ja die dann als neues Element kam ja als Möglichkeit die Wohlfühlstimme als neue Wahlstimme. Wie ich habe ja vorhin schon angedeutet, sie melden dann einfach eins oder zwei oder drei verschlechtert oder verbessert das Wohlfühlen und so haben sie die Chance, dadurch steuern sie die gesamte Gesellschaft, dadurch haben wir erstmals eine echte Basisdemokratie und alle müssen uns dienen und auch die Politiker. Ja, wo ist es hier? Wo ist es denn hier, wenn ich jetzt mal hier hingehe? Jetzt habe ich hier was Falsches, ne? Wenn ich hier jetzt mal hingehe, also ich muss ja hier nur hingehen auf die richtige Seite. Da wollte ich hin. Das mache ich mal groß, damit Sie das auch ganz klar groß sehen können. Ja, das ist schön. So haben Sie dann alles in ganz groß. Und da ist es eben so, da müsste ich jetzt mal wenn ich jetzt suche, da steht dann irgendwo, ich scroll mal runter, hier können Sie alle Fernsehsendungen sehen. Da können Sie sehen, dass das eben das große Thema ist überhaupt. Und das einzige, was hier großes Thema ist. Und dann müsste jetzt ja auch hier irgendwo stehen, das, wie wir das Problem mit den Politikern lösen, mit der Politik lösen, ja. Hier, da haben Sie natürlich Erläuterungen, wie die GWO funktioniert. Und mal gucken, jetzt müsste hier auch irgendwo gleich, kommen, wie wir das machen mit der Politik. Ja, dann, ja, da haben wir es doch. Das können wir jetzt lesen. Gemeinwohlwirtschaft macht Wirtschaft. Politiker, Wissenschaftler und Medienmitarbeiter auf die einfachste und zeitsparendste Weise zu unseren Dienern auf europäischer oder deutscher Ebene mit einer Bundesländer-Bundesliga der Landesregierung mit Tabelle und drei Absteigern. Neuwahlen schon 1,5 und 2,5 und 3,5 Jahre nach der Landtagswahl der Absteiger. Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand der Bewohner eines Landes entscheiden über Tabellenplatz beziehungsweise Abstiegsplatz. Ja? So sieht das Paradies auf Erden aus. Also nichts mehr, kein Politiker wird auch nur noch eine Minute mit irgendeinem Lobbyisten reden, weil er einfach nur das Ziel hat, wie kann ich das Wohlfühlen von Ihnen als Bewohner beziehungsweise Wählerinnen des Landes verbessern und so weiter? Ja, das ist der neue Weg. Und jetzt, nachdem Sie ich Ihnen das Paradies auf Erden von dem einzigen, was wirklich im Moment die große Welt der Politik als Alternative zur Marktwirtschaft überhaupt beschäftigt, vergessen Sie also all die anderen Ansätze. Ja, ich denke so an Markus Krall zum Beispiel und so weiter mit seiner bürgerlichen Revolution. Das interessiert kein Schwein. Also da, was die ganze große Politik von Europäisches Parlament bis Spitze der Bundesregierung interessiert, ist einzig und allein, ist Gemeinwohlwirtschaft eventuell das neue, bessere Wirtschafts- und Weltwirtschaftsmodell. Und wir sind ja übrigens auch, GWO ist auch die einzige, die das Klimaproblem lösen könnte. Wenn das nun wirklich gewünscht würde, könnten wir das ja dann endlich mal lösen, denn nur wir können das. Niemand sonst kann das auf der Welt. Ja? Dafür gibt es ja auch die Next Scientists for Future bei uns, die nur die können das. Ne?
Ja, und jetzt noch als Nachwort, nur noch das, was wahrscheinlich jetzt wieder weniger Menschen interessiert, ist jetzt der Punkt. Also, wir haben ja auch angeregt, das Experiment zu machen, eines New World Economic Forum als Antwort auf das neoliberale World Economic Forum in Davos, das Weltwirtschaftsforum, Klaus Schwab und so weiter. Und aber dafür gilt leider, die Masse hat offensichtlich zu kleine Gehirne dafür. Es geht eben alles in dieser Gesellschaft eben nicht nach Argumentequalität. Unser Denken ist leider nur was für eine auch wieder inaktive, winzige Elite der Spitzendenker einer Gesellschaft. Alle anderen verstehen nicht, dass das Hochkommen von Lösungsentwürfen statt nach Argumentequalität im Kapitalismus entweder vom Geld abhängig hängt, was drinsteckt hinter einer Idee, oder von der Erfüllung solcher Gelüste. Oh, wir wollen den bösen Reichen den Schädel einschlagen, ihnen alles wegnehmen. Also quasi entweder ploppt einfach rauf, wo Geld drin steckt, und das ist der Grund wahrscheinlich, warum die GWÖ, die Gemeinwohlökonomie, so hochgeploppt ist, weil da für Unternehmensberater Geld drin steckt in der Begleitung von Gemeinwohlbilanzerstellungen von potenziellen Kunden, und wenn dann da diese Unternehmensberater also alle ein Geschäftsinteresse an der GWÖ haben und hatten, ist sie entsprechend bekannt geworden, weil diese Leute sich alle dahinter geklemmt haben, dass sie bekannt wird, was ja kein Gütezeichen ist, sondern eher die Güte in Frage stellt, ne? Aber immerhin haben wir das Glück, dass jetzt dadurch das Thema Gemeinwohlwirtschaft allgemein im Fokus ist und man sich auch für die Alternativen interessiert. Und ja. Und wie gesagt, das andere ist, Ideen kommen hoch, die eben sowas, ja, es gibt eben viele Menschen mit kleinen Gehirnen, die eben solche Gelüste haben wie: Wir wollen den bösen Reichen am liebsten den Schädel einschlagen oder ihnen alles wegnehmen. Wir wollen selber Stalin und Honecker werden und selber Diktator werden und wollen also so mit solchen, oh ja, unlauteren Tricks sozusagen selber an die Spitze der Gesellschaft kommen und so weiter. Also ähnlich primitive Dinge führen zur Aufmerksamkeit, also zum Beispiel die rechtsradikalen Fantasien und Träume, und auch die kommende Landtagswahl, ja, also ja, es ist eben letztendlich überall zu sehen, nach Argumentequalität geht es nirgends, und also auch werden wir uns nur noch darauf konzentrieren, nur noch für diese eine offensichtlich die große Gesellschaft interessierende Sache sozusagen, ja, Propaganda in diese Richtung zu machen. Und ich zeige es Ihnen nochmal, damit Sie sich nochmal bewusst sind, was ist, ja, also kein anderer Ansatz auf der Welt wurde in letzter Zeit sowohl im ZDF erwähnt, Gemeinwohlbilanz der Gemeinwohlökonomie, Gemeinwohlökonomiebilanz, dann hier, ja, Vizekanzler damals, heutiger Vizekanzler damals mit Christian Felber an der Technischen Hochschule Köln hier und so weiter. Ja. Das habe ich ja gerade geschildert, wie die GWO auch das abschafft. Und Sie sehen es, Schrot und Korn, jetzt schon mindestens der zweite Artikel über das Thema Gemeinwohlökonomie auch, ja. Und hier Arte auch über Gemeinwohlökonomie, Richard David Precht mit Gemeinwohlökonomie, der Linke Thilo Jung, der jetzt auch wieder in der Talkshow zu sehen war.
im großen Fernsehen, auch mit Gemeinwohlökonomie und so weiter. Und hier ZEC, das bekannteste Kommunenprojekt in Deutschland, wieder vom WDR berichtet, hier der WDR, die WDR-Sendung. Und dann auch wieder Christian Felber, Gemeinwohlökonomie und ZEC, dort Vortrag von Christian Felber. Skobel spricht über Gemeinwohl und so weiter zweimal. Und ja, also das heißt, das Einzige, was die große Welt interessiert, ist dieses Thema Marktwirtschaft oder Gemeinwohlwirtschaft. Das und nur dort machen wir jetzt noch Propaganda, weil da ist der einzige Sache, die möglich ist. Und die Gemeinwohlgemeinschaft Köln-Süd, ja, da habe ich jetzt auch mal Fühler hin ausgestreckt. Aber ja, schauen wir mal, was daraus wird, ob sich da was tut. Denn gegen den Widerstand der Marktwirtschaft eine funktionierende Gemeinwohlgemeinschaft Köln-Süd kriegen, erscheint fast unmöglich, ja. Ja, also das war's zum heutigen neuesten Stand. Ich beende als erstes die Aufzeichnung.